Ihr habt Gott Bücher zurückgegeben. Vielleicht ganz allgemein die Frage, was schätzt ihr an der Mediathek hier zu Brieg? Die riesige Auswahl, die sie haben. Das ist ein, ja, vor allem, dass man einfach Bücher holen kann, wieder zurückbringen. Und es sind immer neue, aktuelle Bücher. Also ich schätze das sehr. Seid ihr jemand inner, der Belletristik oder liest oder Sachbücher? Also ich lese Biografien, lesen, Romane und auch über Länder reisen. Und, ja. Jetzt kommen wir euch hier Büchervorschläge einbringen. Und macht ihr das abends? Ja, hin und wieder habe ich es schon gemacht. Und wirklich, nach zwei, drei Wochen oder einem Monat sind die Bücher da gewesen. Vielleicht noch zum Schluss die Frage, was schätzt ihr am gedruckten Buch? Vielleicht im Gegensatz zum E-Reader oder lesen ihr auf beidem? Ich habe lieber das gedruckte Buch, weil man es in den Fingern haben kann und ist so natürlicher durch mich und auch weniger Miet. Jetzt, ihr habt gerade Sachen zurückgegeben. Vielleicht die Frage, was entlehnt ihr hier in der Bibliothek zu Brieg? Hauptsächlich Bücher zum Lernen oder DVDs. Gibt es etwas, was ihr besonders schätzt hier an der Mediathek Brieg? Die Räumlichkeiten zum Lernen, vor allem so die Prüfungsphasen, die grosse Auswahl, dass sie sehr freundlich sind. Man kann ja auch Vorschläge machen für Anschaffungen, Neuanschaffungen. Machen Sie das ab und zu so Vorschläge? Das weniger. Jetzt ist ja immer die Diskussion, gedrucktes Buch, E-Reader, am Computer lesen. Was bevorzugen Sie persönlich? Ich schätze die gedruckten. Warum? Ich bin mir so gewöhnt, ich habe etwas in den Händen, ich kann das umblättern. Ich schätze es einfach, es geht mir ringer. Was schätzt ihr an der Mediathek besonders? Dass es eine große Auswahl gibt an vielen Büchern, also alles, was ich eigentlich so suche im Internet oder sowas oder hier bei der Suchanfrage von der Mediathek, finde ich eigentlich mehr oder weniger, dass die DVDs zum Beispiel gratis sind. Ich glaube, das ist auch nicht überall so. Sie wüsste nicht, wo das sonst ist. Und also wir gehen halt viel mit den Kindern und da gibt es halt wirklich viel Auswahl für Kinder. Die drei für auch persönlich Bücher entlehnen? Ja, aber mehr so Fachliteratur oder sowas. Oder in letzter Zeit seltener Roman oder sowas. Aber habe ich auch schon gemacht. Oder DVDs halt vor allem. Jetzt kann man ja auch Büchervorschläge einbringen. Macht ihr das abends ja? Nein, ich habe letztens gehört, dass die wohl wirklich ernst genommen werden, diese Vorschläge. Ich habe immer so gedacht, oder gar nicht gewusst, ob die wirklich so ernst genommen werden. Habe ich bisher aber auch noch nicht gemacht. DVD-Vorschlag wollte ich letztes Mal machen und dann habe ich es aber doch gefunden, die DVD, die ich, oder den Film, den ich wollte, habe ich doch gefunden hier in der Mediathek. Jetzt hat man ja immer, das gedruckte Bücher sind etwas aussterbend. Die ihr euch E-Reader benutzen oder doch wirklich gedruckte Sachen? Also ich habe ein Kindle mal vor 2 Jahren geschenkt bekommen oder vor 3 Jahren oder sowas. Und ich habe so ein paar Sachen darauf gelesen, aber es ist irgendwie nicht so meins. Ich habe auch nachher vergessen, welches Buch ich überhaupt gelesen habe oder wie es hieß, weil ich nicht immer das Cover, nicht immer den Titel so richtig vor mir hatte. Also ich habe schon lieber das gedruckte Buch, wobei man hat nachher mehr... Ja, einfach das Regal einfach voll ist irgendwie. Das ist so ein bisschen schwierig, aber dann verschenke ich halt das Buch oder verleihe es oder so. Ich stehe hier vor der Mediathek Brieg. Seid ihr jemand, der Bücher liest? Definitiv lese ich gerne Bücher. Geht zwar nicht mehr so oft in der Mediathek, aber auf jeden Fall oft am Lesen, ja. Wo bezieht ihr in dem Fall Bücher? Meistens durch Sprocki oder durch Mama oder so jemand, der mir etwas ratet oder so. Was bevorzugt ihr? Fachbücher oder Roman? Thriller. Habt ihr einen speziellen Lieblingsautor? Nein, nicht unbedingt. Stieg Larsson finde ich auf jeden Fall ganz gute Bücherreihe, ja. Wie seht ihr uns? Seid ihr eher ein Fan von gedruckten Werken oder seid ihr jemand, der vielleicht einmal einen E-Reader oder im Internet etwas liest? Nein, eher gedruckt. Ich habe gerne den Geschmack von den Seiten, von den gedruckten Seiten, ja. Ihr seid jetzt gerade hier auf dem Weg in die Mediathek. Was schätzt ihr am Angebot von der Mediathek jetzt, Brieg? Im Moment sind vor allem die Kinderabteilung, die für uns interessant ist. Wir können häufig Bücher in der DVD entlehnen. Wie sieht es uns mit auch persönlich? Entlehnt ihr ab und zu etwas für auch? Ab und zu, eher selten. Früher bin ich vor allem für mich und jetzt eher für die Kinder. Ja. Jetzt kann man ja hier auch einen Büchervorschlag machen. Macht ihr ab und zu von diesem Angebot Gebrauch? Nein, habe ich noch nie gemacht. Wie sieht es uns mit elektronischen Geräten für Bücher zu lesen? Hat er die gerne oder seid ihr doch eher Fan vom gedruckten Wort? Ich komme so selten zum Lesen, dass ich noch häufig Bücher habe, die ich gerne mal lese. Und im Moment bin ich noch an denen dran, aber ein E-Book ist vielleicht später schon mal das Thema. Ja.